Ja, hallo meine Freunde, hier ist wieder euer John Myers mit Hunter. Heute, ja, zuallererst, es kann sein, dass sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört, denn ich habe ein neues Headset und Nummer zwei, mein Wohnzimmer ist komplett leer von Möbeln. Da steht nur gerade mein Schreibtisch rum und mein Computer, dass ich das Space aufnehmen kann. Und deswegen kann es sein, dass es ein bisschen hallt. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber solche Sachen kommen vor, wenn man in seinem Leben etwas ändert. Und ich verändere gerade mein Wohnzimmer mit meiner Frau zusammen. Gut, okay. Heute, was machen wir? Ganz einfach, wir machen heute eine Maultierhirschjagd. Und zwar wieder ein Wettbewerb. Unverwildetes Schwein. Maultierhirsch zählt der höhere Score. Unverwildetes Schwein muss durchs Herz getroffen werden. Waffen und so weiter behalten wir gleich die dabei, die was wir eh schon haben. Dann, was braucht man denn alles? Das braucht man nicht. Sind noch Sachen dabei? Wildschweinlockduft, den behalten wir mal. Ich weiß zwar nicht, ob der da was nützt. Den Baumsitz braucht man nicht. Wir nehmen das auch so. Gut, Munition habe ich genügend. Dann Lockstoffe braucht man. Den Grunzlockruf, den brauche ich. Und Maultierhirsch-Urinspray nehmen wir mit. Ja, mehr braucht man eigentlich jetzt erstmal nicht. Doch, das Zeug nehmen wir mal noch mit. Weil es kann sein, der Ding läuft bis zum 2. Das heißt, wenn ich heute nicht, dass also ich möchte, dass jetzt wirklich die nächsten, es werden 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile werden. Wie viel weiß ich nicht, also halt die nächsten 2-3 Tage bis zum 2. laufen die Wettbewerbe und da bin ich dabei. Das läuft genauso ab wie bisher. Ich gehe rein, spiele das Spiel. Wenn ich dann ein Tier zu Gesicht bekomme, melde ich mich. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Ansonsten, ja, kriegt ihr die Zwischensequenz nicht mit. Gut, dann müssen wir jetzt unsere Waffe laden. Gut, dann schauen wir mal, ich zeige euch jetzt, wo ich hingehe, aber das viele wissen schon wo, hier ist mein Ziel und ich mache mich jetzt auf den Weg und sobald sich etwas tut, melde ich mich wieder. Bis dann. So meine Freunde, hier bin ich und irgendwo bewegt sich hier etwas. Ich weiß jetzt nicht genau wo und ich denke mal, dass es ein verwildertes Schwein ist. Ich sehe es bis jetzt noch nicht. Ich möchte jetzt auch meinen Hochsitz nicht aufbauen, weil sonst vertreibe ich sie gleich. Aber hier muss auch irgendwo eins sein. Irgendwo läuft's, aber ich sehe es nicht. Entweder bin ich blind. Das hatte ich nämlich schon mal. Und dann war ich auf einmal verletzt am Boden gelegen. Ich sehe es, oder? Ja, da vorne. Ein verwildertes Schwein. Jawohl, getroffen.
Mal schauen, ob ich es richtig getroffen habe. Jetzt weiß ich nicht, ob männlich oder ob ich männlich oder weiblich brauche. Hey, wo ist das? Es hingerutscht. Da unten liegt es. Okay, rechte Lunge, Herz, linke Lunge, 337,503, das Score 143,1 Kilo, weiß nicht. Okay, zählt. Damit sind Sie auf Position 1. Ja, den muss ich mal halten, ich bin Position 1 und der Wettbewerb, der läuft aber noch bis zum 2. Okay, das heißt, ich muss jetzt wirklich noch ein besseres holen und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Hochsitz und sobald ich dort bin, melde ich mich natürlich wieder. Bis gleich, meine Freunde. Ja, so meine Freunde, ich bin jetzt hier. Und da vermisse ich schon etwas. Was ist das? Ich glaube weiblich. Komm, beweg dich mal, dass ich sehe, ob du männlich oder weiblich bist. Komm, komm. Mach mal ein paar Schrittchen. Ist weiblich, okay, interessiert momentan eh nicht. So, ich werde jetzt auf alle Fälle hier mein Zelt aufstellen, weil wir jetzt die nächste Zeit dann öfters hierher kommen werden. Das heißt, die nächste Zeit, solange halt der Wettbewerb läuft, da die Nummer 5 und hier steht mein Zelt. So, und dann schaue ich mal hoch und sobald sich etwas tut, melde ich mich. Wie gesagt, die Jagd beläuft sich heute auf verwildetes Schwein und auf Maultierhirsch. Jo, bis später. Ja, meine Freunde, kurzer Zwischenbericht. Ja, ich musste nochmal neu starten. Irgendwie habe ich auf einmal keinen Ton mehr gehabt. Aber jetzt bin ich ja wieder da und mache weiter. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt etwas dann tun wird und ich noch ein größeres verwildetes Schwein finden werde, jagen werde, schießen werde oder könnte oder darf, dass mein Vorsprung auf dem ersten Platz noch weiter wird und größer wird. Das wäre natürlich super, wenn ich da mal in die Top 3 komme, um mal eine Medaille zu kassieren. Das wäre echt super. Also drückt mir die Daumen und ja, wünscht mir Weidmannsheil. Bis dann. So, meine Freunde, soeben habe ich mal mein Zelt ein bisschen verstellt und es hat eine Blitzsau ein verwildetes Schwein geschrien. Ich habe zurückgecrawlt. Ja, mal schauen, ob es in meine Nähe kommt und dann, ja, dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Okay, meine Freunde, hier steht das verwilderte Schwein, das wir jetzt als nächstes schießen werden. Natürlich, das ist relativ nah ran, denn wir müssen einen Herzschuss schaffen. Ich hoffe, das stellt sich noch gut hin. Schauen wir mal, ob es männlich oder weiblich ist. Jetzt müssen wir das bald sehen. Na komm, gib mir eine Bestätigung. Ja, ich wechsle jetzt mal zur Waffe. Geschlecht weiblich. Also ich warte lieber noch. Lass es noch ein bisschen näher ran. Und da bewegt sich nochmal irgendwo etwas. Oder ist es das Schwein? Mit den neuen Geräuschen, da habe ich immer noch zu kämpfen. Und ich sehe jetzt nichts anderes. Wird schon das hier sein. Das war's jetzt nochmal. Ja, genau.
weiblich. So, und ich denke, jetzt wird es dann Zeit für einen Schuss. Das war nichts, oder? Rennt zu weit weg. Nein, da legt sich hin, oder? Schauen wir mal nochmal. Ja, würde ich sagen, markier mal. Und holen sie uns. Gut. Mal kurz aufstehen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie wir getroffen haben. Körper. Ah, schade. Zählt also nicht. Ja, zählt nicht. Wir haben nur einen Körper getroffen. Jetzt rennt es weiter. Eieiei, er soll doch einfach liegen bleiben. Jetzt liegt es. Oh, schön groß. Na, das Score ist nicht ganz so groß. So hoch, Gott sei Dank. Obwohl, schwerer vom Gewicht her. Naja, so ist es eben. Gut, machen wir die Markierung wieder weg. Das war's jetzt. Hier. Und sobald sich wieder etwas tut, melde ich mich wieder. Bis nachher.